Nee, immer noch bist du mir ehrlich geworden. Ja, ich bin ehrlich. Liebe Besucherinnen und Besucher des 588. Dresdner Striezelmarkts. Ein herzliches Willkommen zur feierlichen Eröffnung unseres einzigartigen Weihnachtsmarktes, den es so in Deutschland nicht wieder gibt. Und zu Beginn begrüße ich nach über 20 Jahren auf der Striezelmarktbühne unseren Kreuzchor. Unter der Leitung von Kreuzkantor Martin Lehmann. Es gibt ja mehrere Chöre. Das ist ja auch vertun, ne? Bergmannschor als halt. Der weltberühmte Dresdner Kreuzchor verleiht uns Frieden unter der Leitung seines neuen Kreuzkantors Martin Lehmann. Vor 10 Minuten haben Sie noch in der Kreuzkirche auf der Bühne gestanden und mit dem ökumenischen Gottesdienst die Feierlichkeiten zur Eröffnung des 588. Dresdner Striezelmarktes dabei zu sein. Und meine Frage an den neuen Kantor, Herr Lehmann, Frieden, das Wichtigste wohl in der kommenden Zeit. So ist es. Wir haben ganz bewusst Verleih uns Frieden an den Anfang gestellt. Wir wissen alle, es sind turbulente Zeiten für Europa, für Sie und für unsere Mitmenschen, insbesondere in der Ukraine. Und insofern, bei aller großen Freude, die wir haben, dass endlich wieder gestriezelt werden kann, ist es doch wichtig, dass wir auch den Moment des Inhaltens und der Bitte um Frieden in unsere Herzen mit aufnehmen. Ich wünsche Ihnen allen eine frohe und freudige, besinnliche, auch turbulente Advents- und Vorweihnachtszeit. Alle guten Wünsche, aber die schicken wir auch in Form dieses Liedes natürlich in die Ukraine. Ein herzliches Dankeschön an den neuen Kreuzkantor Martin Lehmann und ein riesengroßes Willkommen nochmal nach über 20 Jahren endlich wieder auf der Striezelmarktbühne, der Dresdner Kreuzchor.
Des 588. Dresdner Striezelmarkt mit dem Dresdner Kreuzchor. Ein herzliches Dankeschön und eine gesegnete Weihnachtszeit, meine Herren. Das waren die ersten Gäste zu unserer Zeremonie zur Eröffnung des schönsten Weihnachtsmarktes Deutschlands. Und ganz besonders möchte ich begrüßen einen Mann, ohne den es natürlich hier gar nicht geht, der sich ein bisschen versteckt hat, aber ich hoffe, er ist nicht.